Gott. Nein, ich bin nicht weiter zwielichtig geworden. Naja gut, wenn man sich überlegt, ich habe das Adra auch ehrlich gekauft jetzt. Also ist das nicht wirklich zwielichtig, nur einen kleinen Bluff zu benutzen. Und ich glaube, im Bluffen bin ich doch ziemlich gut, oder? Ja, Bluff. Konnte ich das endlich mal einsetzen? Ja, ich fühle mich gerade richtig stolz. Wetten wir, das kannst du nicht eine Ausnahme machen, hätte Diplomatie erfordert. Bin echt schon gespannt, wie es dann ist, wenn ich mit meinem Paladin spiele. Kann ich gleich ins Gewölbe reisen? Ja. Ich werde das Geld wahrscheinlich nicht mehr reinkriegen. Vielleicht kriege ich gar nichts von Morena, außer ein gutes Wort. Ja. Aber dann vielleicht von Eldis. Wir werden wahrscheinlich erstmal die Sache mit der Ware machen für die Todesfeuergesellschaft. Du könntest doch mein neuer Lieblingsseewolf werden. Sie fährt mit der Zunge über die Zähne. Sie fährt sie mit der Zunge über die Zähne, gleiten und mustert dein Gesicht. Meint sie jetzt mich oder Fenrir? Well, regale me. Na, amüsier mich. Ich habe den leuchtenden Adra. Dann rück ich mal raus, bisschen plötzlich. Das Gesicht der Kapitänin leuchtet begierig. Ach, what lovelies. Ay, fine work you've done. Ah, wie schön. Ah, wie schön. Ah, du hast gute Arbeit geleistet, das werde ich dir nicht vergessen. Du hast einen Gegenstand verloren, hast aber Erfahrung. Best believe I'll be sending her a missive to sing of your praises. Und Captain Eldis wird das ebenfalls nicht. Am besten lasse ich sie glauben, ich würde ihr ein Sendschreiben voll des Lobes über dich schicken. Tarns Rückzugsort. Das ist ein richtig schöner Säbel. Das muss ich echt sagen. Kalter Stahl, Durchschlagskraft, Frostschaden, heilige Scheiße. Ich gehe dann besser hier. Der Säbel ist mal richtig nice. Jetzt würde ich nur noch gern wissen, wer ihn hat. Weil eigentlich müsste er... Ah, da ist er. Ja gut, der Wert ist 1157 KP, aber das ist der Verkaufswert. Der Kaufswert liegt sicherlich weit über. Also auch wieder bei 9000, schätze ich mal. Weil so viel war auch meine Muskete. Ja. Ja, es hat sich gelohnt, finde ich. Es hat sich echt gelohnt. So. Die verrückte Morena erwartet die Kiste mit raffiniertem leuchtenden Adra im Gewölbe von Nekataka. Ich habe der verrückten Morena das Adra beschafft. Sie bot mir die Dienste ihrer Mannschaft im Gewölbe an und meinte, ich sollte ihre Anführerin Eldis vor Todeslicht aufsuchen. Mhm. Yes? Und Level Up für mich. Yay. Höheres Überleben. Mechanik ist eigentlich schon hoch genug. Dann lieber mal weiter Heimlichkeit. Oh, und zwei Punkte.
Oh, das ist nicht schlecht. Erhöht die Maximalzahl von Mächtigungen, die eingesetzt werden können, bevor eine Nast notwendig wird. Ist auch nicht schlecht. Zwillingsfighter. Weiter führt ein Fernkampf Primärangriff durch, bei dem zwei Geschosse gleichzeitig abgeschossen werden. Das ist nicht schlecht. Der Weitläufer ruft seinen tierischen Gefährten, was bei ihm ein Unzorn auslöst und für längere Zeit mehrere starke Inspirationen gewährt. Was hartnäckig, zäh, fingerfertig, bewusst, scharfsinnig, resolut. Das ist mal cool. Der Weitläufer startet einen gewalttätigen, wirbeltödlicher Angriff, für die auf jeden Fall innerhalb seiner Reichweite erfordert eine Nahkampfwaffe. Nicht ganz so gut. Also ja, mehr Ermächtigung ist nicht schlecht. Und die vereinte Furie, das ist auch recht cool. Dann Bögen. Ja, muss ich echt sagen, das ist sehr schick. Ja, jetzt habe ich 4 Ermächtigungen statt nur 3. Und ich habe diese Fähigkeit hier. Vereinte Furie. Die sollte ich am Anfang jedes Kampfes, also jedes schwereren Kampfes auf jeden Fall nutzen. Sollte ich dran denken. Ja, ist ein bisschen... Aber ja, hier bei denen ist es ja auch so, dass ihre Fähigkeiten nach Stufe da angezeigt werden und bei mir halt hier so. Während ich hier andere Sachen habe. Taumelnder Schlag, kegelförmiger Angriff, der seine Ziele wegsteuert und sie möglicherweise betäubt. Grausamkeit des Todesboten. I'm here. Absolutely. Gut. Hier ist eigentlich noch einen anderen Ausgang hier. Nicht wirklich. Schade. Obwohl, doch, es gibt einen Idiot, ey. Ich kann doch direkt zwischen dem Schlund und dem Ankerplatz hin und her segeln. Ja, ich wüsste aber nicht, wem ich hier vertrauen könnte. Ach ja, und die Waffe hier. Hey, Tats Rückzugsort hat auf einmal mehr Schaden, als vorhin, angezeigt wurde. Ist sogar stärker als die, das Flüstern des Jinnwalds. Wie sieht's mit Verzaubern aus? Brüchiger Frost, minus 1 Abwehr für Sekunden beim Treffer. Kann 10-mal gestapelt werden. Das ist nicht schlecht. Das auch nicht. Das wäre einfach mehr Schaden, aber ja, Geld kosten. What can I do? Certainly. Okay. Ich würde sagen, ich verpiesel mich jetzt mal von hier. Ja, zum Ankerplatz der Königin rudern. So, dann werden wir für den nächsten Schritt unserer Reise erstmal Tekeo rausnehmen und Eder wieder reinnehmen. Und ja, Seraphin rausnehmen und Maya mal wieder reinnehmen. Must you practice your chant so loudly? Songs are for singing, my friend. If they bother you, I will find one more to your liking. Hallo, fragt Tekeo. Tekeo, musst du deine Gesänge so laut üben? Darauf antwortet Tekeo, Lieder sind dafür da, gesungen zu werden, mein Freund. Wenn dir dieses hier nicht gefällt, finde ich bestimmt ein anderes, das dich eher anspricht. Na, dann kann... Alle auf mal froh sein, dass wir Tekeo gleich aus
der Gruppe erstmal rausnehmen fürs Erste. Und dass wir... uns um andere Sachen kümmern. Ja, dass wir Maya und Idee reinnehmen. Ja, das waren die Sachen. Das müssen wir auch alles noch abgeben. Geisterparadies. Bekanas Observatorium. Die geschminkten Masken. Zauberer und ein Gentleman. Das war... Oh, wir müssen Seraphine doch nach Sakuya mitnehmen. Ja, vorwärts springen, Gleichgesinnte. Da müssen wir Palegina mitnehmen. Ein kluger Vorschlag ist auch Seraphin. Gut, dann gehen Palegina und Tikeo erstmal raus. Also Palegina, Tikeo, Edea und Maya. Leider kann ich keine Stufenaufstiege hierüber machen. Das wäre ziemlich praktisch eigentlich, so Stufenaufstiege machen zu können. Aber ich kann so einmal Maya ausrüsten, theoretisch, wenn ich eine Waffe hätte. Das ist eine Pistole, eine einhändige. Warum habe ich die Seraphine noch nicht gegeben? Und das da ist eine außergewöhnliche Pistole. So. Das ist doch schon viel besser. Noch eine außergewöhnliche Knarre habe ich nicht zufällig. Nee, nur eine gute. Was rede ich da? Ich habe drei Stück. Bei dir ist auch alles gut. Wir könnten ihm den Stab des Tiefenjägers geben. Oder Tikeo könnte den mal kriegen. Frostsucher, zweihändiger Kriegsbogen. Nee. Ja, Idea. Für dich haben wir jede Menge Zeug. Ja, Verfassung gewährt festhalten. Du kriegst erstmal den hier. Und Maya kriegt den da. Maximal Disziplin. Dann kriegst du den hier. Und der Schild. Ja, das ist das mit den Metaphysik-Sachen. Deswegen ist der Schild da nicht so toll, finde ich. Sondern der hier ist besser. Schwaches Licht. Gesundheit wiederhergestellt. Er heilt also auch schneller. Zauberbuch oder Schmuckstück? Okay. Den Kleintierschnitzer, den werde ich sicher nicht ausprobieren, also kann das auch mal weg.
Ja, jetzt nur noch eine Frage der Waffe. Besas gezahnte Klinge ist Kroisensäbel. Du trägst einen Säbel, nämlich Mins Schicksal, der schon hervorragend ist. Boah. Dich kann man doch gar nicht besser machen.